1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht. Das Thema heißt Der letzte Wille. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Testamente, über Erbschaften, eben über den letzten Willen. Habt ihr schon ein Testament verfasst? Seid ihr konfrontiert worden schon einmal mit dem letzten Willen eines Menschen? Habt ihr diesen letzten Willen erfüllen können oder habt ihr ihn vielleicht nicht erfüllen können und habt jetzt ein schlechtes Gewissen? Seid ihr schon mal von einer Erbschaft überrascht worden, von einer guten Erbschaft oder vielleicht auch von einer negativen Erbschaft? Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, der letzte Wille, dann meldet euch bei mir unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Wilma und Wilma ist 73 Jahre alt. Hallo Wilma. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, du rufst auch an zu dem Thema Der letzte Wille. Wir haben schon mal zusammen gesprochen und zwar im Juli vor 3 Jahren ist mein Mann gestorben. Ja. Und der war ja so lange krank, ist an Krebs gestorben. Ja. Jetzt bin ich ganz alleine und habe niemanden, keine Geschwister, keine Eltern mehr, keine Verwandten. Verwandten schon, 2 Cousinen, 1 Vetter. Die würden nach dem Gesetz mein Haus erben. Ja. Und ich möchte gar nicht, dass die das kriegen. Warum? Warum nicht? Ja, weil die so weit weg wohnen. Ja. Und die kümmern sich ja nicht um mich dann. Dann wird mein Haus, mein schönes Haus, irgendwie kommt das unter den Hammer. Ja. Wann hast du? Da wollte ich dich mal fragen, Domian. Ja. Du mir dann Rat geben kannst. Also, wie sind denn deine Beziehungen zu diesen Verwandten? Überhaupt nicht. Null, kann man sagen, gleich null. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ach, das ist schon lange her. Die wohnen auch weiter weg. Wie weit? Osnabrücker Raum. Wie viele Kilometer ist das von dir? 100. Naja, das wäre ja nicht so weit, wenn der Kontakt gut wäre. Aber der Kontakt ist gleich null, sagst du. Gleich null. Da ist keine menschliche Beziehung, das gar nicht. Überhaupt nicht. Diese Menschen sind dir eigentlich egal und und du bist denen auch egal. Ja, man telefoniert mal und da ist es denn gar nicht. So, jetzt bist du Hausbesitzerin? Hausbesitzerin. Und hast ein Haus, ein Grundstück im Wert von ungefähr, was schätzt du? Ach so, 150.000. Ja, ist eine Stange Geld. Ist eine Stange Geld. Ja, nicht? Ja. Und ich wohne ganz allein, ist ein Einfamilienhaus. Mhm. Ich habe auch keine Mieter, ich kann ich nicht nehmen, weil die durch meine Wohnung nach oben gehen. Ja. Und das ist so schlecht. Ja. Und ich habe auch eine kleine Rente. Ja. Und ich kann das so wunderbar halten. Also geht noch so gerade. Also im Moment läuft das alles noch so? Läuft das alles noch und ich hänge so an mein Haus. Ja. Ich will sagen, es ist über 100 Jahre alt, vor das Jahr 100 Jahre alt geworden. Ja. Und habe sehr viel umgebaut und habe es sehr bequem. Vor allen Dingen bin ich vor 73 Jahren hier in dem Haus geboren. Ach so, das ist sogar dein Geburtshaus. Das ist mein Geburtshaus. Dein Geburtshaus, ja. Mein Geburtshaus. Also, das Haus hat einen hohen ideellen Wert für dich. Ja, ganz hoch. Und ich kann meinen, ich noch kann ich es, auch den Garten, das sind so allerhand Grund, wie viel habe ich jetzt? 750 Quadratmeter alleine, also mit Garten und so. Nicht? Mhm. Ich habe insgesamt 9 Zimmer. 9 Zimmer? 9 Zimmer, weil das ja das ganze Haus ist. Erstaunlich. Tolles, großes Haus. Das leiste ich alles noch alleine. Ja. Ich fahre auch noch Auto. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das mal machen? Wie sollst du das regeln? Ja, also, das ist die Frage. Im Moment gibt es kein Testament. Da ist ein Testament, das liegt am Amtsgericht, dass ich die Erbin bin. Das Haus ist von meinen Großeltern, von meiner Mutter habe ich das 73 übernommen. Verstehe, aber du hast noch kein Testament gemacht, was mit dem Haus werden soll.
Nein. Du noch hast es noch nicht gemacht. Nein. Das heißt, sollte dir irgendwas passieren, plötzlich und unerwartet, werden das natürlich die Verwandten bekommen. Ja. Wenn du das nicht möchtest, dass diese Verwandten das bekommen, dann würde ich dir wirklich dringend raten, ein Testament zu verfassen. Ich wollte das gar nicht, Testament, deswegen rufe ich ja auch an. Ja. Kann man das handgeschrieben machen? Ja, also soweit ich informiert bin, soll man das sogar von Hand schreiben. Und man soll genau aufschreiben, an wen die Sachen, die man zu vererben hat, übertragen werden. Ja, ich habe aber niemanden. Ja, dann, ist sehr schwer. Dann könntest du ja überlegen, ob es irgendwo eine Hilfsorganisation, irgendeinen guten Zweck gibt, den du unterstützen möchtest, wohin das Geld irgendwann mal fließen soll. Ja, es ist so, ich bin, weil ich alleine bin, bin ich bei den Johannitern. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ja, natürlich, ja. Mhm. Und da habe ich auch mal vor, wenn ich mal gar nicht mehr kann, dass ich da bei den Johannitern da in so einem Heim eine Wohnung erstmal nehme und so, ne? Ja. Aber die vielleicht kann man das ja sogar kombinieren, dass das dass das Geld aus deinem Haus und deinem Grundstück dann für dich verwendet wird, solange du es noch brauchst und es nötig hast. Ja. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt von dem Geld, dass das dann dahin fließt, wenn du wenn du die Leute für gut empfindest und das unterstützen möchtest, das fände ich doch eine gute Idee. Ja, und so hatte ich das mal vor. Und Domian, weißt du denn, ob man da, wenn ich das mal handgeschrieben habe, ob ich das immer einen Anwalt dabei haben muss? Soweit, oder eine zweite Person? Soweit ich informiert bin, ist das nicht nötig. Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, wäre es schon vielleicht dann gut, wenn du es bei einem Notar machen würdest und es wird dann bei Gericht hinterlegt. Dann ja, und das möchte ich gar noch nicht mal hintergehen, obwohl das mein Testament da ja noch liegt. Ja, aber warum willst du es nicht? Das könntest du doch schon mal regeln, dann hättest du diese Gedanken und diese Sorgen schon mal aus dem Kopf. Naja, und dann habe ich aber sozusagen jemanden, die betreut mich so ein bisschen, ne? Mhm. Die ist aber auch nur 6 Jahre jünger als ich. Ja. Und ich muss ja auch eine Vertrauensperson haben, die darf zum Beispiel an mein Konto. Ja. Soweit habe ich das geregelt und sollte mir was passieren, irgendwas, dann kriegt diese Person auch sofort Bescheid. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich der das geben soll. Das kann ich natürlich nie sagen, Wilma. Mensch, das kann ich nicht sagen. Ich finde aber diese eine Idee gar nicht so schlecht. Es könnte ja sein, du bist eine alte Frau, du bist noch fit. Das wollen wir hoffen, dass das lange so bleibt. Aber es könnte ja sein, dass der Gesundheitszustand sich irgendwann mal etwas verschlechtert. Und dann hast du dein Kapital, hast du im Rücken dein Haus. Ja. Wenn du dieses Kapital hast und dann in eine entsprechende Betreuungsstätte gehst, mit diesem Kapital, und dann im Testament das so regelst, dass im Falle deines Todes irgendwann der Rest des Geldes dann die Leute dort behalten können. Ja. Oder vielleicht etwas auch deine Betreuerin, die deine jetzige Betreuerin kommt. Aber ich finde, das sollte man auf jeden Fall regeln. Ja. Das regelt sich nicht von alleine und so kann man viele Streitigkeiten hinterher, denen kann man aus dem Weg gehen. Und vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass es so kommen soll, wie du es gerne möchtest. Ja, ja. Ne? Und dass du auch noch was dann von deinem Geld hast und es dir gut geht. Ja. Also ich würde es dir dringend raten. Ich hatte einen Anwalt, also der kann das jetzt nicht mehr, der ist hat sein Alter, wenn man 70 ist, können die nicht mehr als Notar fungieren, aber als Anwalt könnte der mich bestimmt noch beraten. Bestimmt kann er das, ja. Und ich habe zum Beispiel eine Patientenverfügung, hast vielleicht auch schon mal was von gehört. Ja, habe ich, ja. Das habe ich auch schon gemacht, nicht? Ja. Und ich habe auch schon meine Beerdigung bezahlt. Mhm. Ich liegt alles auf der Kasse, also alles, im Schließfach. Alles geregelt. Und ich habe alles geregelt, nicht? So, da musst du das Wichtigste auch noch regeln, was mit deinem Häuschen hat. Ich hatte schon mal die Diakonie, da war schon mal jemand hier. Mhm. Und die wollten sofort mein Haus, aber nur das Haus und weiter nichts. Mhm. Und hätten keine andere, also haben mir nicht angeboten, mich irgendwie weiter dann zu versorgen. Also legt nur Wert auf mein Haus. Das ist natürlich nicht schön. Das war nicht schön. Nee, ich glaube, wir haben gerade so eine ganz gute Idee zusammen entwickelt, Wilma. Geh das mal an und berate das mal mit deinem befreundeten Rechtsanwalt und dann mach Nägel mit Köpfen, sprich, schreib's auf. Ich möchte gar nicht, dass diese Verwandten das ich verstehe da bekommen. Schon. Denn dann möchte ich lieber einen Teil
wenn noch was hier dieser Betreuerin dient. Ja, gut, das kannst du ja dann alles so regeln. Da habe ich sehr, sehr Vertrauen zu. Ja, liebe Wilma, ich glaube... Willst du mir denn raten, die damit einbeziehen? Du kannst ja vielleicht einen kleinen oder einen gewissen Betrag, den du für richtig hältst, dann auch verfügen im Testament. So würde ich das machen an deiner Stelle. Also so, meine Liebe. Braucht da niemanden, wir haben erst gesagt worden, da müsste eine zweite Person sein. Nein. Du kannst es von Hand selbst schreiben, aber besprich das nochmal mit dem Rechtsanwalt, von dem du gerade gesprochen hast, der weiß das ganz genau. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, dass du es genauso regelst, wie du es gerne möchtest. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, danke. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Der letzte Wille. Ich möchte gerne mit euch über Testamente reden, über Erbschaften, über euren letzten Willen, über den letzten Willen vielleicht von Angehörigen von euch, wie ihr damit umgegangen seid. Oder vielleicht seid ihr auch nicht so ganz gut damit umgegangen und habt in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen. Also wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Der letzte Wille, meldet euch unter 0800 220 50 50. Hier ist Elke und Elke ist 57 Jahre alt. Hallo Elke. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Morgen. Du hast auch zu dem Thema angerufen, Der letzte Wille. Warum? Ja, Domian. Ich habe meinen Mann verloren vor 3 Jahren. Mhm. Ich bin ganz aufgeregt. Der ist mal am 11.12. verstorben. Das jährt sich ja jetzt fast wieder. Ja. Und mein Mann ist ja ganz plötzlich verstorben. Also ohne irgendwelche Vorwarnung. Ohne irgendwas. Also ich habe ihn morgens tot im Bett gefunden. Ah, das heißt, er war abends noch ganz fidel und ja, gesund, ganz normal. Ganz normal ins Bett gegangen, ganz normal. Und wie man immer so rumunkt, hat mein Mann immer gesagt, ja, ich will mich mal hinlegen und nie wieder aufstehen. Mhm. Wie alt war er? Mein Mann war 62. Ja. Er hatte vorher keinerlei Erkrankungen, Herzerkrankungen, gar nichts. Er war zwar zuckerkrank, aber das hat nicht zum Tod geführt. Mhm. Er hat eine Embolie bekommen, also er hat nachts praktisch einmal gehustet und das war es halt gewesen. Mhm. Das hat man im Nachhinein festgestellt. Ja, das hat man im Nachhinein festgestellt, dass es halt auch ein natürlicher Tod war. Ja. Es war ein Sekundentod gewesen, ne? Ja. Vor 3 Jahren, es jährt sich jetzt am 11.12. Ja, mhm. Und dann haben wir, ja, wie das so schön ist, muss man ja die ganzen Papiere herkramen und machen und tun. Mhm. Und ich wusste, dass mein Mann mal was schriftlich aufgeschrieben hat und immer gesagt hat, du, ich habe hier was aufgeschrieben, dass das und das unsere Kinder kriegen, also wir haben 2 Kinder. Mhm. Und unterschreibe das und ich immer, ach, lass mich damit in Ruhe und will ich nicht, ne, und hab das auch mal so ganz flüchtig überflogen und hab gesagt, sag mal, was soll das denn, was da steht, ne? Ja. Und da hatte er reingeschrieben, also wenn ihm mal was passiert, möchte er anonym beerdigt werden. Mhm. Und da habe ich gesagt, kommst du da drauf, ne, weil das für mich irgendwie so... Mhm. Ja, ganz komisch waren. Da sagte er, du, ich habe so viel Gräber in meinem Leben gepflegt, weil er hatte 4 Geschwister, die an einer englischen Krankheit in den Kriegsjahren verstorben sind. Naja, und früher war es ja so, diese Gräber wurden gehütet und gepflegt und gemacht und die waren dann auch im Wuppertal gewesen. Ja. Also, als er dieses formuliert hat, was du damals so flüchtig gesehen hast, wie viele Jahre war das vor seinem Tod? Das war so, ja, ungefähr so 1,5 Jahre vor seinem Tod, dass er das geschrieben hat. Was hat er darin noch verfügt, außer dass er anonym beerdigt werden möchte? Ja, also dass alles, was wir halt besitzen, an mich übergeht. Mhm. Und dass er mir das in meinem Ermessen überträgt, wie ich das zwischen unseren Kindern mal aufteile. Mhm. Seid ihr sehr vermögend? Nein, ganz, ganz normal. Ich sag mal, wir haben eine Eigentumswohnung, aber das ist auch alles, also ich sag mal, was Otto Normalverbraucher hat. Ja. Also keine Sammlung, oder hast du nicht gesehen? Mhm. Ja, eine Sammlung von 1000 LKWs habe ich gehabt. Das war das Einzige. Von kleinen LKWs? Ja, aber das ist ja nicht gerade halt wertvoll. Nee, vielleicht nicht. Und das Komische ist, 3 Monate vor seinem Tod hat er dieses Datum darunter nochmal geändert gehabt. Mhm. Also es ist aktualisiert, das Ganze.
Wie bitte? Das Ganze aktualisiert. Ja, und hat auch, ja, komischerweise Kontoauszüge gemarkert gehabt, dass das und das abgegangen ist und aufgeschrieben, das und das muss dann und dann gekündigt werden und also irgendwie so alles ganz makaber. Also ganz sonderbar, als hätte er es geahnt, dass irgendetwas, dass sein Tod bevorsteht. Obwohl mir... Hast du denn, was ich gerade fragen wollte, noch hast du denn seinen letzten Wunsch erfüllt? Ja, und, den habe ich erfüllt. Und er ist anonym beerdigt worden? Ja, meine Tochter war halt auch ganz geschockt darüber und was heißt anonym genau? Was heißt das genau, anonym? Das beerdigt? Ist ein grüner Rasen, ist das. Also ich weiß zwar, wo die Urne ist. Also ich hätte es nicht wissen müssen, aber ich habe gesagt, bei der Urnenbeisetzung möchte ich dabei sein. Also da gibt es halt immer so eine Reihen und so ein Planquadrat. Und da ist nur Rasen drüber. Heißt es, wenn man anonym beigesetzt werden möchte, dass man auf jeden Fall verbrannt werden muss. Ja, es gibt mittlerweile auch Erdbestattungen auch schon. Das heißt, es gibt, obwohl du ja so ungefähr weißt, wo er liegt, aber kein Grab, wo du so hingehen kannst. Oder gehst du denn noch auf diese Wiese? Auf diese Wiese, und da sind dann so zwei Dreiecke, wo man halt Blumen hinterlegen kann. Ja, da ist natürlich ein Wirrwarr. Was wir dann allerdings gemacht haben, es gibt so Gedenksteine. Und das haben wir dann schon alleine wegen unserer Enkeltochter gemacht, also wegen meiner Enkeltochter, ein Namensschild ist. Das ist aber das Einzige. Und dieser Gedenkschein ist auf dieser anonymen Wiese irgendwo? Ja, anderer? Daneben. Daneben, ah, ja. Aber ich habe... War das für dich ein schlimmer letzter Wille, dass er das hier verfügt hat? Ja. Also ich komme damit, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war dieses Jahr vielleicht einmal dort, weil es ist ein halbes Jahr später, ist der Schwiegervater von meiner Tochter dann auch noch verstorben. Ja, und die haben so ein kleines Urnengrab und ich hatte dann auch, mein Mann war ein ganz großer Eishockey-Fan, dann haben wir so einen kleinen Puck und so einen kleinen Schläger meiner Enkeltochter hingelegt. Ja, dann wird dann da einmal aufgeräumt, das ist jedes Mal alles wieder weg. Das heißt, dir fehlt der Platz zum Trauern, wo du hingehen kannst und wo du vielleicht auch Zwiesprache halten kannst mit deinem... Ja, das kann ich da nicht. Also ich komme mir davor, ich stehe vor diesem großen Feld da und ich weiß nicht, ich habe richtig Angst, da irgendwie hinzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich sollte man das ja vielleicht auch den Nachkommen überlassen, weil die sind damit ja konfrontiert, wie man letztendlich bestattet wird. Also im Nachhinein mache ich mir Vorwürfe so ein bisschen, dass ich es so gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war sein Wille. Es war sein Wille und ich hatte mich auch schon erkundigt, also ich könnte ihn umbetten lassen. Das kann man nach 3 Jahren noch, aber das möchte ich auch nicht. Nein, das werde ich dann auch nicht machen. Wenn er das so wirklich sogar aufgeschrieben hat, dann muss es ja schon wirklich ein sehr intensiver Wunsch gewesen sein. Dann würde ich dem auch Es ist aber ganz schön hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, weil es auch so, wenn man vorher vielleicht nochmal drüber gesprochen hätte. Und ich mache mir heute auch irgendwie so Vorwürfe, weil ich es halt mal gelesen habe. Aber man hat das ja so flüchtig irgendwie so abgetan. Also wahrscheinlich wollte er euch nur gut. Das ist ja sein Hintergedanke gewesen. Keinen zur Last fahren. Ja, keinen zur Last fahren, dass da keiner ständig irgendwas hinlegen muss und Blumen drauflegen muss. Ja. Das ist natürlich ganz anders jetzt geworden. Das konnte er nicht wissen. Aber Vorwürfe musst du dir nun auch wirklich keine machen. Es ist für dich hart, aber du hast dem Wunsch Rechnung getragen von deinem Mann. Insofern ist das so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Für dich ist es schwer. Das ist mir schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Ich würde aber auch keine Umbettung mehr vornehmen lassen. Das würde ich auch nicht tun. Ja, ich hatte mich mit dem Gedanken schon getragen, aber wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich das meiner Tochter beibringen sollte. Du hast ja schon dieses Feld und du hast die Gedenktafel und du weißt, dass er da in diesem Bereich bestattet ist. Insofern kann man da ja schon auch hingehen und auch mal ein paar Blumen mitnehmen oder sowas. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn es ein ganz normales Grab ist. Das kann man selbst irgendwie gestalten oder was. Natürlich, und Liebe Elke, willst du denn auch hast du für dich ein Testament schon gemacht, einen Willen verfügt, falls irgendetwas geschieht? Ja, habe ich.
habe ich. Also jetzt gab es für mich einmal die Möglichkeit, denn das hatten sie mir auch eingeräumt, also auf dieser Stelle, weil die Urne verfällt ja nach der und der Zeit, also nach 5 Jahren könnte ich auf diese gleiche Stelle beigesetzt werden und sonst könnte ich auf ein ganz normales Urnengrab. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, wenn das innerhalb dieser 5 Jahre passiert, möchte ich dann wenigstens dort auch hin. Ah ja, verstehe. Ja, weil wir weder ein Doppelgrab noch sonst was haben. Also das möchte ich dann schon. Ne? Verstehe. Liebe Elke, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Viel Kraft. Du bist ja auch immer noch in der Trauerarbeit. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke und super deine Sendung. Ich gucke so fast immer, wenn ich keine Frühschicht habe. Ja, Dankeschön, Elke. Vielen Dank. Okay, danke, Domian. Tschüss. Das Thema heißt, ihr Lieben, der letzte Wille. Und ich möchte gerne mit euch über letzten Willen sprechen. Euren letzten Willen oder den letzten Willen von Freunden, von Bekannten, von euch, von Verwandten. Verbunden bin ich jetzt mit Christoph. Und Christoph ist 29 Jahre. Hallo, Christoph. Hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ein junger Mann zu diesem ernsten Thema. Ich bin fast 30. Naja, nu. Nein, du bist älter. Ja, das stimmt. Ja, ich komme aus Hamburg. Das ist schön. Und ich habe vor mehreren Jahren bereits beschlossen, meine Leiche nicht beerdigen zu lassen, sondern sie der Wissenschaft insofern zur Verfügung zu stellen. Das ist interessant. Also, dass ich also am Ende, nachdem man als Organspender, Blutspender, Knochenmarkspender oder so sich also sein Leben lang mit solchen Erklärungen befasst hat, was passiert entweder mit meinen Teilen, wenn ich noch lebe, oder auch wenn ich tot bin. Also bei der Organspende ist man ja in den allermeisten Fällen tot. Alles was noch funktioniert, wird gespendet, wenn du stirbst, und der Rest kommt in die Wissenschaft und dann können die Medizinstudenten an dir rumschnibbeln. Genau. So kann man es sagen. Genau. Und in der normalen Bist du selbst Mediziner? Oder Student, Medizinstudent? Nee, gar nicht. Also ich war zwar lange bei der Feuerwehr und ich habe immer mich viel mit Erste Hilfe beschäftigt, also oder überhaupt mit Medizin auch, was macht moderne Technik am Ende des Lebens noch so möglich, und habe das auch sehr geschätzt, habe aber für mich dann irgendwann beschlossen, einmal da beim Sterbevorgang soll es für die Technik auch eine Grenze geben. Also die letzten lebensverlängernden Maßnahmen möchte ich für mich so ausschließen. Verstehe. Einmal und andererseits, dass halt meine sterblichen Überreste insgesamt von Nutzen sind. Ja. Nicht nur einzelne Teile, sondern... Ich unterbreche dir. Ich sehe nämlich gerade, dass wir gar keine Telefoneinblendung haben. War das die ganze Sendung über schon so? Das ist doch schlau, dass ich mein altes, schönes Telefonschild immer parat hier habe. Stelle ich das mal hierher. So. So vielleicht. Dann kann man das ganz gut sehen. Ah, so ist es okay, ne? Ja, so ist okay. Kann man sehen, ja. Ja, der Schneemann dekoriert und der vor allen Dingen der Hirsch dekoriert dich ja schon so wiedererkennbar, dass man nicht mehr nach der Nummer fragen muss. Aber ja, ist schon ganz gut, wenn man die sieht. Sag mal, das ist ja sehr ehrenwert. Ich finde das ganz toll, wenn Leute das machen. Weil damit kannst du natürlich direkt und indirekt vielen Menschen helfen, später einmal. Die meisten haben da natürlich ein bisschen eine Scheu vor, weil sie denken, oh, dann werde ich ganz auseinander geschnitten und da bleibt nichts mehr von mir übrig und der Rest ist vielleicht noch ein Eimerchen voll, weiß ich was. Das schreckt dich aber überhaupt gar nicht. Nee, ich bin als Kind immer mit Skeletten und ausgestopften Tieren in der Wohnung aufgewachsen, weil mein Vater in seinem Biostudium da viel präpariert hat selber. Ach so. Zu den Zeiten gab es noch sehr viel tropische Tiere in Deutschland, wo dann auch einkalkuliert war, dass die also auf dem Transport, dass sehr viele davon sterben. Da hat man nicht so drüber nachgedacht. Das heißt, es gab in Zoos und in Zoohandlungen und überall gab es Äffchen und Papageien und Eidechsen und all sowas, also umsonst abzuholen. Dann hat er da Skelette draus gemacht oder ähnliches. Und insofern bin ich so mit Präparaten in dem Sinne aufgewachsen. Gut, aber das ist ja was anderes, wenn du dich dann selbst vorstellst, ne? Ja, natürlich. Also es macht hier nichts aus. Nee, man fängt dann ja aber an, schon mal drüber nachzudenken. Und ich habe dann später, ich war mal bei der Polizei leider,
Und in der Zeit habe ich auch an Obduktionen teilgenommen, an Zweien im Rahmen des Studiums. Ja. Und das ist dann doch noch mal eine andere Form, weil man also in so einen Raum kommt und da liegt da tatsächlich ein Mensch, den man zum Glück nicht kennt, aber man sieht ihm halt an, der ist ein Mensch, hat in dem Falle ist er auch noch umgebracht worden. Das heißt, er ist ja gut, aber du liegst gegen ja, seinen Willen. Du liegst ja irgendwann später halt auch auf einem Tisch, genau. und Studenten werden dich auseinanderschneiden. Genau. Wie geht das überhaupt? Hast du das schriftlich verfügt? Bekommt man da auch ein bisschen Geld für schon vorher im Vorhinein oder wie geht das? Nee, man selber bekommt ja sowieso kein Geld, höchstens die Hinterbliebenen, aber es läuft üblicherweise so, dass ja, hätte ja sein können, dass du es vorher kriegst schon. Nee, das ist genau wie bei der Organspende nach denselben Grundsätzen ausgeschlossen. Also um das zu verhindern, um die Freiwilligkeit wirklich sicherzustellen. Ja. Und du hast dann, du bekommst eine Erklärung zugeschickt, wo dir eine Menge organisatorische Fragen gestellt werden, aber auch ethische Fragen wie, wenn du dir das so vorstellst, möchtest du das wirklich, ist dir klar, dass du da so liegst und wildfremde Menschen also an dir herum präparieren und möchtest du wirklich nicht, dass am Ende so ein Grabstein für deine Familie oder deine Freunde in deiner Stadt übrig bleibt. Ach, das ist alles ausformuliert auf dem Papier. Ja, genau. Und das unterschreibt man dann und schickt das zurück oder hinterlegt man das irgendwo oder wie geht das? Nee, man hinterlegt eins bei sich selber und bekommt dann auch so eine Art kleinen Ausweis. Also ich nehme an, die Universitäten oder die Institute machen das auch leicht unterschiedlich, aber in meinem Fall kriege ich also so ein Kärtchen fürs Portemonnaie, falls ich irgendwie gefunden werde, dass das dann auch sofort klar ist und man muss dann auch noch so eine halbe Seite Freitext nochmal selber eine Begründung schreiben, also unabhängig von Fragen. Hast du eine Familie, eine Partnerin, bist du verheiratet? Nee. Gott bewahre. Gott bewahre, warum? Nein, ich bin, heiraten ist nicht so meins. Nee, ich wollte fragen, ob sowas müsste man ja vielleicht dann auch mit einem Partner, mit einem engen Partner abstimmen. Aber du bist der Einzige, bist würde ich dann, wenn es einen gäbe, aber das heißt, es gibt halt. Ja, das heißt, das kannst du ja auch wieder widerrufen, diese ganze Sache. Genau, ich kann das jederzeit widerrufen, indem ich also erstmal das allen sage, dass ich es widerrufe, indem ich die Erklärung wegwerfe und sozusagen dafür sorge, dass keiner auf die Idee kommt, dass es mit mir so geschehen soll. Also, wie gesagt, ich finde es interessant, ich finde es eine tolle Sache, sehr vorbildliche Sache und man sollte sich an dir ein Beispiel nehmen, ich finde das gut. Christoph, danke für deinen Anruf. Kein Problem. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220, jetzt kann man es auch lesen hier bei uns, 220 5050, wenn ihr mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Der letzte Wille, ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Rosemarie. Rosemarie ist 55 Jahre alt. Hallo Rosemarie. Hallo, guten Abend, Domian. Ja, hallo, guten Abend. Ja, ich war gestern ganz überrascht, als ich so das Thema für die heutige Sendung gesehen habe. Ja. Und deshalb habe ich mich auch da spontan bei euch gemeldet. Ja. Bei mir ist es also so mein letzter Wille. Ich habe also zum einen dieses Jahr beim Bestatter so einen Vorsorgevertrag gemacht, wo ich schon mal festgelegt habe, wie ich mir meine eigene Trauerfeier oder meine eigene Beerdigung vorstelle. Mhm. Ja, das. Und wie stellst du sie dir vor? Ja, ich stelle sie mir so vor, dass ich also eine Feuerbestattung für mich möchte. Ja. Und habe also mit dem Bestatter dann schon mal ausgesucht, was ich für eine Urne haben möchte, was ich irgendwie so anziehen möchte oder angezogen bekomme. Ja. Kriegt man bei einer Feuerbestattung etwas angezogen? Ja, bei der Verabschiedung erstmal ja. Ja, das schon. Und hinterher behält man so ein Hemdchen an, ne? Genau. Ja, und ich habe im Endeffekt, da habe ich jetzt also auch gleich so eine Auswahl getroffen, so ein Hemdchen, was eben entsprechend diesen DIN-Normen entspricht, die es dafür ja gibt, hinsichtlich der Verbrennung und hinsichtlich der Abgase. Und habe also festgelegt, was für Lieder zum Beispiel gesungen werden sollen und alles solche Dinge. Ja, welche sollen gesungen werden? Naja, jetzt also so als Beispiel, ich habe mir da also Kirchenlieder ausgesucht, ein feste Burg und in mir ist Freude und ich weiß gar nicht, was das dritte ist. Also jetzt so aus der Spontanität heraus. Ist auch noch festgelegt, ob man Kaffee trinken geht hinterher. Richtig, genau. Ach, das auch? Ja. Ja, und auch schon das Lokal festgelegt. Auch, genau. Ehrlich. Warum? Und auch mir schon den Pastor ausgesucht.
Bist du erkrankt? Das ist, nee, du bist. Du, ich denke, das ist, hat für mich so die Qualität, genau wie sein Testament zu machen. Ja. Dass ich es schön finde, das in der Zeit zu machen, wo ich gesundheitlich gut drauf bin, ja, als wenn ich jetzt irgendwann feststelle, ich habe da vielleicht nur noch. Halt, ich muss sofort festhalten, sonst vergesse ich es. Du sagst, dass ich finde das schön, in dieser Zeit festzumachen. Ja. Ich überlege mir das gerade, wenn ich mich hier nicht hineinversetze. Ich fände das für meine Person nicht schön, bei einem Bestatter zu sitzen und meine Urne schon auszugucken. Ich fände es irgendwie ein bisschen schaurig. Du wirst lachen. Ich kenne das Bestatter-Ehepaar hier vor Ort also schon recht lange. Ach so. Und wir haben also auch jetzt inzwischen ein richtig freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und das ist also irgendwo, wir haben da nett beim Kaffee und Kuchen gesessen. Und weißt du, wenn man dann, oder wenn ich dann für mich ja schon auch einiges klar hatte, was ich mir so vorstelle, dann hat das eigentlich für mich irgendwo keine so eine bedrohliche Perspektive. Mhm. Also es ist nicht überhaupt nicht verbunden mit der Angst vor dem Tod, weil man dann ja konfrontiert wird mit dem Tod. Es hat mit Angst überhaupt gar nichts zu tun. Also nicht damit beschäftigt. Nein. Und bei mir ist es auch so, das hat sich jetzt aber so die letzten Jahre herauskristallisiert. Ich bin also jetzt vor einem Jahr aus meinem alten Beruf rausgegangen. Ich war lange Jahre Kundenberaterin bei einer Bank, ja, und habe aber nebenher immer schon ehrenamtlich Aufgaben in der Kirchengemeinde gehabt und war in der Hospizarbeit so ein wenig schon eingebunden. Und das ist also jetzt mehr geworden in meinem neuen Lebensabschnitt. Und ich erfülle mir jetzt einfach nochmal so einen Wunsch und habe einen Stand bei mir geschaffen als freie Trauerrednerin. Ach so. Also vor dem Hintergrund ist so Tod und Sterben letztlich schon mein Thema. Wie kommt das, dass das dein Thema ist? Ich weiß es nicht, weil ich denke, es gehört für mich zum Leben dazu. Ich weiß irgendwo, sobald ich meinen ersten Schnaufer mache, steht irgendwo für mich fest, wird auch irgendwann mal der Letzte sein. Das ist ja irgendwo so eine unausweichliche Tatsache. Was heißt freie Trauerrednerin? Für die Leute, die nicht kirchlich gebunden sind? Das heißt, dann wird genau wie ein Pastor hältst du dann eine Ansprache, nachdem du dich vorher mit den Angehörigen gesprochen hast, das Trauergespräch geführt hast. Ja, ja. Geht es soweit die Planung? Ich vermute mal ja, wenn du dir so viel Gedanken schon gemacht hast, dass du auch gesagt hast, so soll mein Grab aussehen und so soll der Grabstein aussehen. Ich habe also, wir haben eine Grabstelle, wo meine Mutter und meine Großmutter beigesetzt sind. Also das waren auch Urnenbeisetzungen und da ist für mich ein dritter Platz. Ja. Das habe ich also damals entsprechend schon so festgelegt. Ja und da ist, weil das Grab meines Vaters nicht verlängert werden konnte, ist der Grabstein meines Vaters mit auf die Grabstelle gekommen und das ist für mich irgendwo ganz beruhigend zu wissen, wo ich da hinkomme. Sind die Vorstellungen auch so detailliert, dass du sagst, was zum Beispiel in der Traueranzeige stehen soll? Das nicht. Also da denke ich einfach auch mal, da müssen irgendwo die Menschen, die dann sich letztendlich nach meinem Tod kümmern, müssen die irgendwo auch einen Spielraum haben. Also das habe ich zumindest im Moment noch nicht vorbereitet. Und das wäre auch nicht mein Thema. Ja. Bist du verheiratet? Nein. Nein. Du lebst alleine? Ich lebe alleine. Hast auch keine Kinder? Ich habe keine Kinder, habe keine Familie, habe einen langjährigen Bekannten, aber wir haben jeder unsere Wohnung für sich. Was sagt der denn dazu? Also ist dein Freund? Richtig. Was sagt der dazu, dass du dich da so genau schon mit... Hast du es mit ihm abgestimmt auch? Nee, der geht eigentlich dem Thema so etwas aus dem Wege, so wie du das selber für dich auch sagst. Ja. Der findet es zwar gut zu wissen, sie hat das für sich geregelt, aber ich könnte also auch im umgekehrten Fall, er hatte also dieses Jahr selbst ganz massive gesundheitliche Probleme und ich würde also mit ihm jetzt das Thema auch nicht ansprechen können, zu sagen, was hast du für Vorstellungen, was hast du für Wünsche, sondern das schottet er für sich dann ab. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen und finde es unter Umständen auch sehr richtig und wichtig, wenn man ein Testament macht. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, obwohl ich das sehr respektiere, was du da gerade erzählt hast. Könnte man nicht auch sagen, es ist mir ganz egal, was hinterher mit mir geschieht, wie ich nun bestattet werde und was die da für Lieder singen? Warum ist dir das so wichtig? Weil ich die Form schon ganz gerne selber bestimmen möchte. Mhm. Vielleicht sitze ich ja irgendwo oben auf der Wolke und kann daran teilhaben. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal so, wenn es anders kommt und irgendjemand entscheidet dann, was mir sicherlich ganz wichtig wäre, das wäre der Punkt mit der Feuerbestattung. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand nach meinem Tod sagt,
Das hat die zwar beim Bestatter so festgelegt, aber wir machen das ganz anders. Ja. Ja, dann muss ich das einfach mal so als gegeben nehmen. Aber wir wollen nicht sagen, da musst du damit leben. Da muss ich damit leben, genau. Warum ist die Feuerbestattung so wichtig für dich? Weil ich einfach finde, das hat für mich irgendwo einen ästhetischen Aspekt. Mhm. Ich bin also irgendwo, wenn ich mir überlege, ganz realistisch so den Verwesungsprozess, dann finde ich das furchtbar unappetitlich und finde es einfach hässlich, so davor, jetzt sage ich es mal ein bisschen lapsig, entschuldige, so vor sich hinzugammeln. Und deshalb ist für mich einfach irgendwo, die Feuerbestattung hat irgendwo auch einen ästhetischen Aspekt. Gibt es für diese Feier, die Trauerfeier, schon sogar eine Gästeliste, wer geladen wird? Nö, aber ich denke, da habe ich ein aktuelles Adressverzeichnis und dass man sich dann sicherlich irgendwo überlegen kann, dann laden wir am besten anhand des Adressverzeichnisses ein. Machst du dir, ich frage das jetzt so genau, weil mich das wirklich interessiert, hast du dir Gedanken gemacht, was dort angeboten wird, ob es da was für Getränke oder was für Speisen es gibt? Das nicht. Ich habe eben schon deinem Begleitteam erzählt, das ist wahrscheinlich auch so eine Übung, sich damit zu beschäftigen, dass ich im Moment bei so einer Kunstauktion teilnehme, den Koffer für die letzte Reise packen. Mhm. Das macht der Bestatter Roth bei euch in der Ecke, der diese Trauerakademie in Bergisch Gladbach von hat. Dem habe ich schon einiges gesehen und gelesen. Oh ja. Und der hat so eine Aktion ins Leben gerufen. Der hat also an 100 Leute jetzt Koffer geschickt und jeder hat also den einheitlich gleichen Koffer bekommen und hat also nach seinen eigenen Vorstellungen den Koffer für die letzte Reise, für seine letzte Reise gepackt. Aha. Und das soll also nachher bei der Ausstellung so sein, dass letztlich der Koffer dann nur aufgemacht wird und fotografiert wird. Da wird also nicht rumgekramt, was so im Koffer drin ist. Das ist ja interessant. Du weißt, du hast noch nicht reingeguckt in die Koffer. Doch, ich habe ihn ja selbst gepackt, meinen eigenen. Ach, deinen eigenen hast du auch selbst gepackt? Ja. Ach so. Ja. Ja. Und was ist da drin in deinem Koffer? In meinem Koffer ist also drin so ein Kuschelkissen, was ich gerne mag und ein Tagebuch und ein Adressverzeichnis. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und ein Handy, man weiß ja nie. Ein Handy ist auch dabei. Auch dabei. Und Fotos, die mir wichtig sind. Ja. Und die Sachen sollen dann auch mit verbrannt werden? Oder wie? Nee, ist also jetzt, das ist davon ganz unabhängig. Ach so, das ist so eine Aktion einfach mal. Das ist jetzt nur für diese Aktion, ja. Aber es gibt ja auch so diese alten Rituale von früher, dass man den Menschen auch die was Dinge mitgegeben hat, in den Sarg gelegt hat. Mm. Oder was sie sich vielleicht sogar gewünscht haben. Mm. Aber so weit geht es bei dir nicht, dass da in die Urne noch was mit rein soll. Das würde ich jetzt irgendwo den Menschen, die von mir Abschied nehmen, überlassen. Ich habe das jetzt erlebt bei der ersten Trauerbegleitung, bei der ersten Trauerrede, die ich gehalten habe. Da fand ich das also sehr schön, da hat es die Familie so gemacht. Die hat also Briefe noch an den Verstorbenen geschrieben und hat die also dem Bestatter übergeben. Mhm. Und der hat also zwischen diese Aschenkapsel, die ja in die Urne kommt, und diese Überurne, da hat der dann also entsprechend die Briefe mit an die Seite reingepackt. Ja, das finde ich auch. Und hat die und das ist also mitgegeben worden. Und das finde ich natürlich einfach auch eine schöne Lösung. Ja. Schlussfrage an dich. Ist das in den letzten Zeiten erst so entstanden, dass du dich da so intensiv mit beschäftigt? Oder war das vor 20, 30 Jahren auch schon so, dass das Thema dir eigentlich so präsent war? Es ist sicherlich, es ist intensiver geworden. Es ist zwar irgendwo, zieht es sich als roter Faden so durch mein Leben, dass es eine gewisse Anziehungskraft und ein gewisses Interesse schon da ist, aber es ist mit zunehmendem Alter ist es intensiver geworden. Mhm. Dass ich einfach auch auf Menschen, die trauern, freier zugehen kann und mich dem auch stellen kann und einfach auch als Gesprächspartner dann präsent sein kann. Es war interessant, mit dir gesprochen zu haben, Rosemarie. Schön, dass du angerufen hast. Wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen viel Energie und Kraft für die wichtige ehrenamtliche Tätigkeit, wenn du im Hospiz arbeitest. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Und auch wenn du als Trauerrednerin auftrittst, das ist ja dann auch eine seelsorgerische Aufgabe, die du erfüllst. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir auch, Domian. Alles Gute. Dankeschön, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Und weiter geht es mit Tommy. Und Tommy ist 44 Jahre alt. Hallo Tommy. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ich hatte gerade jetzt eben im Vorgespräch. Es lief alles ziemlich durcheinander. Weil euer Team wohl wahrscheinlich nicht so verstanden hatte, was ich gemeint habe. Ich versuche das jetzt mal in ganz kurzen Worten zu klären. Mhm. Also meine Mutter ist jetzt 69. Mhm.
Ich hatte auch die ganze Zeit mit meiner Mutter zusammengelebt. Mhm. Und irgendwie sind wir dann mal auf das Thema gekommen, wenn sie nicht mal wäre. Ja. Wenn sie nicht mehr wäre. Ja. Und sie hatte dann eben gesagt, also so im Krankenhaus mit Schläuchen angeschlossen zu werden, obwohl die Ärzte dann wissen, dass das eine Krankheit ist, die nicht mehr geheilt werden könnte. Mhm. Oder wenn sie nicht mehr das machen könnte, was sie jetzt im Moment noch macht, einkaufen und losgehen und sich Sachen angucken, gerade jetzt vor der Weihnachtszeit, mhm. wenn sie auch dann merkte, dass Alzheimer dann eben losgeht, mhm. dann sollte ich doch Sterbehilfe leisten. Mhm. Mhm. Das hat sie gesagt zu dir? Ja. Mhm. Der Gesundheitszustand im Moment ist aber noch sehr gut und stabil. Ja, ihre Alterserscheinung hat sie natürlich dann doch schon. Ne? Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das Glück oder das Unglück, wer weiß das, genau neben meiner Mutter zu wohnen. Mhm. Mhm. Also da wird auf jeden Fall nichts sein, was ich dann eben nicht mitkriege, wenn es ihr ganz schlecht geht. Mhm. Im Moment ist es so, dass eben die Alterserscheinung dann eben sind. Ne? Sie ist vor ein paar Monaten gefallen, hat sich die Rippe gebrochen und bei einer 69-Jährigen kannst du dir ja wohl vorstellen, dass der Heilungsprozess dann auch ein bisschen dann... Schon, aber das kriegen wir nochmal hin. Ja, darum ging es nicht. Es ging jetzt um das Versprechen. Ja, das Versprechen, Sterbehilfe zu leisten. Was heißt das konkret? Ich habe ihr versprochen, wir haben uns das auch aufgeschrieben, dass ich derjenige bin, der die Tabletten, also sie hat Schlaftabletten gesammelt, sie hat Beruhigungstabletten gesammelt und ich bin derjenige, und das habe ich ihr hoch und heilig versprochen, es in eine Flüssigkeit zu tun und ihr es zu geben. Und auch an ihrem Bett zu sitzen, Händchen zu halten. Wenn sie es verlangt. Natürlich. So war unsere Abmachung, da war sie gerade erst 40, 45. Ach so, so lange liegt er schon zurück. Über dieses Thema hatten wir uns schon unterhalten und wie gesagt, ich habe geschworen, wenn diese Zeit kommt, dann werde ich... Wenn ihr das damals schon besprochen habt, ist denn in der letzten Zeit auch nochmal drüber gesprochen worden? Ich meine, das sind 20 Jahre, über 20 Jahre her. Vor 3 Stunden gerade. Für 3 Stunden, ja. Mhm. Obwohl das Thema nicht aktuell ist im Moment, sagen wir nochmal. Naja, sagen wir mal, das Thema ist schon aktuell, ja, also auf jeden Fall hier in Hamburg, weil ein Politiker bei uns gesagt hatte, die Sterbehilfe sollte hier dann eben auch legalisiert werden, ne? Ja, das sind alles wirklich Aussagen eines Einzelnen. Ich meine aktuell insofern nicht, weil sie ja nicht so schwer krank ist, dass das irgendwie eine Relevanz hat. Nein, es geht einfach darum, möchte ich mal noch dazu sagen, dass meine Mutter eine Heidenangst hat vor... Hallo? Hallo? Jetzt ist der Tommy weg. Dann gucken wir mal... Die Regie kümmert sich drum, was da war, ob die Leitung weggebrochen ist. Dann machen wir weiter mit Hermann. Und Hermann ist 52 Jahre alt. Hallo Hermann. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian, ich möchte nochmal auf die Sache mit der Elke ansprechen, und zwar die Trauerbewältigung. Ja. Ich selbst bin von Kindheit an mit Tod und Trauer konfrontiert worden. Mit 11 Jahren durch den Tod meiner Mutter, mit 21 durch den Tod meines Vaters. Meine Mutter ist mittlerweile seit 1963 tot. Wir haben also heute noch die Grabstätte und ich brauche diese Grabstätte, um eine Anlaufstelle zu haben, um immer wieder mal auf die Eltern zurückzukommen. Mhm. Und das sagen ja viele Leute. Ja. Die einfach. Es gibt Menschen, die sagen, ein Grab bringt mir gar nichts. Das ist einfach ein Ort, ein leerer Ort, ein toter Ort. Aber es gibt sehr viele Menschen, wie du es jetzt auch sagst, die sagen, ich brauche diesen zentralen Platz,
Zum Trauern, ja. Zum Meditieren auch. Ja, Es ist vielfach eine Situation, dass viele heute in der Bevölkerung die eigentliche Situation oder den Stand der Friedhöfe nicht erkennen. Und zwar dahingehend, der Friedhof ist kein Ort der Toten, er ist ein Ort der Lebenden. Mhm. Und dieser Ort der Lebenden, der einfach dahingehend dann gebraucht wird zum Abschied nehmen oder eben auch hinterher zur Trauerbewältigung, ist also dahingehend eine ganz wichtige Sache. Mhm. Zum anderen habe ich von Berufswegen seit 1974 in dieser Sache zu tun. Nämlich? Ja. Und zwar sowohl bestattungsmäßig wie auch friedhofsgärtnerisch. Wie, was heißt das? Du bist Bestatter, oder? Richtig, ich bin beides. Ich bin sowohl Bestatter wie auch Friedhofsgärtner. Ah ja. Und es ist dahingehend, macht man also dahin immer wiederum die Erfahrung, dass also sehr viele Leute mit dieser eigentlichen Situation nicht zurechtkommen. Ja. Und es ist auch, um das jetzt mal von der Warte her zu sagen, eine schwere Erblast, die man den Angehörigen aufbürdet, diese Anlaufstelle hinterher nicht zu haben. So wie wir es gerade gehört haben. Ja. So wie wir es gerade gehört haben. Es ist dahingehend eben eine schwierige Situation, wenn Leute über ihren eigenen Tod dahingehend bestimmen und eben sich darüber keine Gedanken machen, wie sie die Angehörigen oder die Kinder sehen. Mhm. Das war jetzt hier auch bei dem Fall von Elke. Ja, deswegen meinte ich ja gerade auch, eigentlich sollte man das den Angehörigen überlassen, weil die haben damit zu tun. Man selbst ist ja weg und es ist manchmal schwerer, wie ein Erbe anzutreten, ist es manchmal schwerer, diese Stelle nicht zu haben. So, nun will ich aber die Gelegenheit nutzen, du bist Bestatter. Richtig. Und du bist Friedhofsgärtner, sagst du. Bist also ständig mit dem Tod konfrontiert. Richtig. Wie lange arbeitest du als Bestatter schon? Seit 74. Das ist eine sehr lange Zeit. In dieser Branche. Und ich erlebe das des Öfteren, dass beispielsweise auch eine Mutter beerdigt wird, die dann kleine Kinder hinterlässt. Ja. Und die Mutter hat dann festgelegt bei ihrem Begräbnis, dass die Kinder nur bis zur Trauerhalle mitgehen dürfen. Und dann geht der Sarg mit dem Pastor und mit den Trägern zum Grab. Mhm. Und der Vater und die Kinder bleiben an der Trauerhalle stehen. Mhm. Und sehen dann aus der Entfernung, dass die Mutter an irgendeiner Stelle auf dem Friedhof dann beigesetzt wird. Diese Bestattung, die ich da miterlebt habe, liegt also jetzt über 15 Jahre zurück. Aber ein Gedanke, den ich selbst als Außenstehender einfach nicht überwinden kann. So, jetzt meine persönliche Frage an dich. Du hast jetzt so viele Dinge erlebt schon und bist, wie gesagt, ständig konfrontiert mit dem Tod. Hast du deinen letzten Willen schon verfasst? Ja. Wie sieht der aus? Wenn ich fragen darf. Mein letzter Wille sieht so aus, dass ich eine Grabstätte habe, wo meine Familie oder eben jetzt meine Kinder auch eben die Möglichkeit haben, im Grünen irgendwo diese Grabstätte wieder aufzufinden. Und es geht also auch nicht im Grunde genommen um enorm hohe Kosten, die da entstehen für eine Instandhaltung, was also unter Umständen auch viele Leute davon abschreckt. Mhm. Es gibt heute Möglichkeiten, ein Reingrab zu nehmen, das man komplett zupflanzt mit Bodendecker. Mhm. Man hat die Möglichkeit, eventuell auf dieser Stelle dann auch mal einen Blumenstrauß abzulegen. Verstehe. Also aber man hat eine eigene Stelle zur Trauer. Verstehe. Das ist schon mal geregelt, dass du in einem solchen Grab, das so aussehen soll, wie du es gerade beschrieben hast, beigesetzt werden möchtest. Gibt es sonst noch andere besondere Wünsche, die du hast, die du festgelegt hast, schon schriftlich? Ja, eben wie die Bestattung dahingehend jetzt ablaufen soll, wer an diesem Begräbnis teilnehmen soll. Auch schon solche, wie wir es gerade gehört haben von der Rosemarie, auch Wünsche der Musik zum Beispiel. Ja, das auch schon, das hast du auch alles festgelegt schon. Ja. Welche Musik ist es bei dir? Normale Trauermusik, ja. Also nichts Besonderes? Nein. Mhm. Möchtest du verbrannt werden? Nein. Warum nicht? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nein. Warum nicht? Für mich persönlich, aus der persönlichen Entscheidung heraus, ist es immer ein schwerer Gedanke, einen Menschen wegzubringen zur Einäscherung und dann eben nur mit einer Urnenkapsel zurückzukommen. Mhm. Also machst du das auch aus Rücksicht auf deine Nachkommen? Auf die, richtig. Die, wie, und für dich persönlich ist es egal, ob du verbrannt würdest? Oder, nein, dir ist es generell für dich auch lieber, wenn du nicht verbrannt wirst? Nein, richtig. Ja? Kannst du das für dich auch noch erklären, warum das so ist? Ja, das ist also einfach die Einstellungssache, weil ich, wie gesagt, meine Mutter seit 1963 tot habe und ich pflege heute noch diese Grabstätte. Und die läuft nach einem Zeitraum von 50 Jahren, läuft die ab, die ist für einen Zeitraum für 50 Jahre gekauft. Und ich werde, solange ich lebe,
werde ich diese Grabstätte wieder immer nachkaufen und die so lange halten. Okay, das könnte man ja mit einer Urnengrabstelle auch. Könnte man auch. Mhm. Aber es ist einfach so, die Eltern, die da beigesetzt wurden auf dieser Grabstätte, die liegen in meinen Gedanken immer noch so da drin, ah, wie sie beigesetzt wurden. Ich verstehe. Das ist, hat auch eine große Symbolik dann. Ja. Das Leben der Eltern bleibt altersmäßig da stehen, wo sie gestorben sind. Mhm. Die werden also niemals älter. Hast du auch Wünsche, was die anschließende Trauerfeier anbelangt? Nein. Wie die? Das nicht. Das ist Nein. dir dann egal. Das ist egal. Bist du verheiratet? Ja. Das ist dann auch alles besprochen mit deiner Partnerin? Ja. Ja? Ja. Bist du öfters konfrontiert mit Menschen, wie zum Beispiel Annemarie vorhin, die zu dir kommen und auch schon zu Lebzeiten und noch quietschfidel genau das alles besprechen, wie es ja, immer richtig. Soll? Das gibt es öfter. Das gibt es auch. Ah ja. Nimmt das zu in den letzten Wir haben in diesem Jahr in Gladbeck erstmalig den Tag des Friedhofs gemacht. Ja. Und wir waren also erstaunt darüber. Man wollte das also erst hier nicht nach dem Stil machen. Ja. Und wir sind also im Nachhinein erstaunt gewesen, welche Resonanz und welche Interessen in der Bevölkerung bestehen, sich da überhaupt sachkundig zu machen. Ja. Und wir machen also dahingehend also ständig die Erfahrung, dass der größte Teil aus der Bevölkerung heraus sich über diese Situation keine Gedanken macht. Ja. Uns geht es gut und warum sollen wir darüber denken, irgendwann nicht mehr zu sagen? Ja, ja, das ist bei vielen Menschen so. Ja. Wo du gerade Tag des Friedhofs sagst. Es gibt oder gab hier in Köln, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch aktuell ist. Das ist in einem ganzen Bundesgebiet ist dieser Tag des Friedhofs, der zweite Sonntag im September oder Samstag im September. Ja. Und es ist insgesamt gesehen da eine enorme Resonanz. Mhm. Wir haben beispielsweise dann eben auch Särge ausgestellt. Mhm. Wir haben die ganze Trauerreden, was dahingehend alles für einen Sterbefall erforderlich ist, alles durchgesprochen. Und wie gesagt, es war also eine enorme Resonanz. Ich wollte dir was hier von Köln erzählen. Ja. Es gibt hier in Köln einen sehr schönen alten großen Friedhof, einen historischen Friedhof. Ja, ist mir bekannt. Und da gab es von einer Weile die Idee, mitten auf diesem Friedhof steht ein altes Haus, was früher vor vielen, vielen Jahren, vor 100 Jahren so mal als Trauerhalle benutzt wurde. Mhm. Aber mittlerweile steht dieser Raum leer und verwittert. Ja. Und es gab die Idee, ein Café auf diesem Friedhof einzurichten, was ehrenamtlich von irgendwelchen Kräften betreut wird, damit die Leute halt auch auf dem Friedhof so ein kommunikatives Zentrum finden. Ja. Finde ich großartig, die Idee. Im Moment scheitert es, glaube ich, an den Kosten. Aber so als grundsätzliche Idee, dass man eben auch auf einen Friedhof geht und sich dort trifft und mal zusammensitzt und eine Tasse Kaffee trinkt oder so, finde ich gut. Ja. Wir brauchten, um das von der Seite mal zu sehen, wir brauchten heute, um die Bevölkerung wieder an den Friedhof ranzuführen. Mhm. Der Friedhof ist heute zum großen Teil eine Situation, wo also Leute vielfach von Abstand nehmen. Der Friedhof ist als Grünanlage, als Parkanlage zu sehen. Mhm. Und mir sagte mal jemand, wo ich drüber nachgedacht habe, wir müssten innerhalb des Friedhofs an einer außenliegenden Stelle irgendwo einen Spielplatz haben, wo Kinder über den Friedhof gehen, um den Spielplatz zu erreichen. Mhm. Und damit kriegen wir die jüngere Generation wieder zum Friedhof und eine andere Einstellung in der Bevölkerung zu Tod und Trauer. Das wäre die Verbindung zwischen Leben und Tod, ganz junges Leben. Und, ja, richtig. Ja. Hermann, danke für deinen Anruf und danke für das Gespräch. Bitte schön. Alles Gute, tschüss. Ja, und tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu dem Thema Der letzte Wille. Übrigens an dieser Stelle Hinweis auf meinen prominenten Gast am Samstag. Samstag ist mein Gast Kati Karrenbauer. Ich sag nur Walter, ich sag nur Hinter Gittern, RTL-Serie Hinter Gittern. Promi-Gast Samstagabend Kati Karrenbauer. Weiter geht es mit Jutta und Jutta ist 72 Jahre alt. Hallo Jutta. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, auch zum Thema Der letzte Wille. Ja, und ich möchte eigentlich zu dem jungen Mann, wirklich jungen Mann, 29 Jahre, sagen, der sich der Uni zur Verfügung stellen will nach seinem Ableben. Mein Ehemann ist 93 und hat das schon vor 30 Jahren festgelegt. Ach so, hat er festgelegt? Hat er festgelegt. Ah, ja. Hat er das mit dir zusammen besprochen? Ja, also es war für ihn einfach eine Sache, die hat er für sich festgelegt und hat es mitgeteilt, sag ich mal. Also nicht großartig besprochen. Nein. Weil ich für die Angehörigen stelle ich es mir schwer vor. So, das ist nämlich mein Punkt. Mhm. Ich gehe nun davon aus, dass es uns
doch in absehbarer Zeit. Ich denke nicht, dass da noch 10 Jahre ins Land gehen werden. Mhm. Und mit jedem Tag wird für mich der Gedanke unangenehmer. Er wird panisch. Ich bin richtig in Ängsten. Und die Fantasie spielt einem ja auch fürchterliche Szenen vor. Ja. Wie das dann in der Uni unter Umständen so ablaufen ja. wird. Also die Angst, dass er stirbt, dass er vor dir geht, er ist 93 Jahre alt. Sowieso. Und dass dann all das eintritt, richtig. Dass man ihn auseinandernimmt. Ja. So muss man sagen, weil es so ist. Genau so. Mhm. Ja? Und du als trauernde Frau, wahnsinnig schwer, der Gedanke. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Hast du ihm das mitgeteilt, dass dir das so schwer fällt? Nein. Dann würde er, erstmal, er ist etwas realistischer. Mhm. Machen vielleicht auch die Kriegsjahre, die sehr schlimm waren. Mhm. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht mit diesem Gedanken dann belasten wollen, ne? Dass er nun wieder anfängt zu grübeln. Das möchte ich also auf gar keinen Fall. Also er geht davon aus, dass du das auch so akzeptierst und dass es gar kein Thema ist. Richtig, genau so. Das war dann auch in den letzten Jahren nie ein Thema? Nie. Zwischen euch? Nie? Nein, nie. Nein. Wie geht denn das dann überhaupt? Wenn dieser Mensch dann auseinandergenommen wird und untersucht wird, bleiben ja irgendwelche Reste schon übrig. Kann man diese Reste beisetzen? Ja, und zwar, ich weiß, dass von Münster, Lauheide, ein wunderschöner Friedhof, da ist ein sogenanntes, ich sag jetzt mal, Ehrenfeld von der Uni Münster. Ah ja. Und dort werden diese Überreste auch verbrannt, also in einer Urne, mit Pastoren bei der Konfession beigesetzt. Weiß anonym, man? Anonym, absolut so. Einfach nur so. Ne? Da bekommt man keine Benachrichtigung oder so, das geht stillschweigend. Also kann man letztendlich nur dieses Feld aufsuchen? Und man, richtig. Und genau. Ja. Und dann zu der Dame, die mit dieser anonymen Beisetzung, ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber ach so, da war der Ehemann verstorben, richtig, und war anonym beigesetzt. Genau, ja. Ich habe das für mich also auch beschlossen und habe jetzt ebenso anonym auch eine Freundin. Das heißt, nicht beerdigt, man ist ja nicht dabei. Und ich muss sagen, ich habe da gar kein Problem. Ja. Ich gehe also hin, wandere über diesen Rasen, spreche mit ihr, habe ein paar Blümchen in der Hand, da ist dann so eine Stele, wo man die Blümchen ablegen kann. Also ist der Rasen und der Ort, ne? Richtig. Der Rasen ist der ja, Ort. Ja, ne? Ja. Ja, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass man, aber da ist jeder Mensch anders, ne? Da natürlich. Ist, ja, sicher. Das heißt, ich will nochmal auf den letzten Willen deines Mannes zurückkommen. Das heißt, dir wird nichts anderes übrig bleiben als, dich damit abzufinden. Richtig. Und das auszuhalten, wenn es dann so weit richtig. Ist. Richtig. Also wenn das dann so sein sollte, ich muss in Münster anrufen und von da geht alles reibungslos. Habt ihr Kinder? Ja. Nein. Nein. Das heißt, mein Sohn aus erster Ehe hat, mein Mann hat aus erster Ehe einen Sohn. Weiß man denn dann, wann die sterblichen Überreste beigesetzt werden? Nein. Auch nicht? Nein. Absolut nicht. Das kann also Wochen, Monate dauern? Ja, man bekommt auch keine Nachricht, nicht? Das ist dann also mit dem Moment, wo er praktisch Haus oder Krankenhaus verlässt, ist das vorbei. Wann hat er das festgelegt, sagtest du? Bestimmt schon vor 30 Jahren, wenn nicht länger. Ja. Ich war hellauf begeistert. Ach so, du warst damals also ja, sicher, damals, als er das sagte, du pass mal auf, ich habe das so beschlossen, habe ich gesagt, toll. Ja klar, im ersten Moment sagt man nicht, das so. Im ersten Moment, ja, genau. Sage ich auch, weil im Prinzip ist es eine gute Sache. Eben. Aber wenn es dann näher rückt und wenn man sich das dann ganz genau vorstellt, wie das dann vielleicht ist, oder vielleicht sieht man im Fernsehen das auch mal, da will man gar nicht hingucken. Ja, eben richtig. Und aber man weiß es ja, man kann sich das ja vorstellen. Ja. Du hast jetzt für dich verfügt, dass du anonym bestattet wirst. Ja, hast du sonst auch noch einen besonderen Willen formuliert? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein Testament gemacht und das geht so, wir haben nicht groß zu vererben, aber das bisschen, was dann da ist, das bekommt derjenige oder diejenige, der mir im Altenheim
und das das Blümchen bringt. Ja. Solche Sachen, wie was wir vorhin gehört haben von Annemarie, nee, Rosemarie war das, so wie die Trauerfeier ablaufen soll und welches Lied gesungen wird, das interessiert dich nicht. Überhaupt nicht. Ja. Nee. Okay. Ich gehöre auch keiner Kirche an. Ja. Und ich habe es bei meiner Mutter mit 7 Jahren, mit 97 Jahren ist sie jetzt vor etwa 2 Jahren gestorben. Mhm. Da hatten wir eine freie Rednerin, das war fantastisch. Mhm. Eine ganz tolle Frau. Mhm. Und das war so wunderschön und so zu Herzen gehend, ohne dass die Tränen flossen. Ja, ja. Nicht? Also das war auch eine sehr angenehme Sache dabei, ne? Ich muss sagen, Domian, Musik. Ja, du denkst mit, aber ich wollte gerade sagen, mir wäre das auch egal. Also das sollten die Leute entscheiden, die dann übrig bleiben. Und ob dann das Lied gespielt wird, das ist mir völlig wurscht. Ist mir also völlig wurscht. Ja. Also absolut. Ja. Jutta, danke für den Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir. Eine gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. In der Technik heute Nacht war Johanna Knura. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live. 1 Uhr, nein, WDR Fernsehen morgen nicht, aber bei 1 Festival sind wir zu sehen. Also ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.